Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Spaß am Sparen. Und ja, was soll ich sagen? Mein letztes Video war die Einleitung in die Herbstzeit. Und jetzt gehen wir direkt in die Winterzeit langsam über. Zumindest ist hier thematisch gefühlt draußen vor der Haustür ja, eher weniger bisher. Ich muss auch sagen, für mich ist der Herbst noch da. Ne? Also normalerweise in den vergangenen Jahren, ich fange schon wieder an zu labern, aber es ist halt der gewohnt von mir. In den vergangenen Jahren, ja, ich weiß nicht, sobald Halloween vorbei war, war ich im Weihnachtsmodus. Aber in diesem Jahr haben wir irgendwie beschlossen, dass wir uns dem Mainstream und den Medien nicht anpassen werden, sondern dass wir wirklich den November über noch ja, bei uns auch dekotechnisch den Herbst vorherrschen lassen werden. Weil ich meine, wenn man rausguckt, ganz ehrlich, die Blätter sind noch grün, ja, die sind noch an den Bäumen, das ist noch nicht mal Herbst, so gesehen, also rein wettertechnisch. Die liegen ja noch nicht mal unten, die sind noch nicht mal bunt. Und da bin ich echt nicht bereit, hier die Herbstdeko abzuräumen und schon auf Weihnachten umzutrimmen, ganz ehrlich. Also von daher, gut, egal. Geht gut los, oder? Ja, Spaßspiele. Und zwar war ich in den vergangenen Tagen, Wochen sehr, sehr fleißig und sehr, sehr kreativ. Nein, ich hatte echt unheimlich viel Spaß dabei, die alle zu entwerfen. Es sind auch mehr geworden, als ich eigentlich geplant hatte, aber ich hatte so viele Ideen und ich wollte sie am liebsten alle umsetzen. Habe immer noch viele Ideen, aber das ist jetzt das, was erstmal dabei rausgekommen ist. Ein Großteil gibt es auch wieder in gedruckter Form. Das habt ihr euch ja gewünscht, weil bei den Herbstsparspielen, die gab es ja nur digital. Und da haben viele von euch ja doch so ein bisschen den gedruckten Versionen nachgetrauert. Und ich hatte dann auch gesagt und versprochen, dass es die Winter- und Weihnachtsspiele auf jeden Fall wieder in gedruckter Form auch geben wird. Zumindest einen großen Teil davon. Einen Teil gibt es nur digital, weil es einfach sonst ja zu viel geworden wäre. Weil, wie ich ja bereits gesagt habe, ich mich wieder mal nicht entscheiden konnte und nicht einschränken konnte. Ich denke, wir fangen mit den gedruckten Versionen an. Und danach zeige ich euch die digitalen. Ich würde mal sagen, das macht am meisten Sinn so. Die gedruckten wird es auch oder gibt es auch digital im Shop. Ja? Also wenn ihr jetzt sagt, ich muss das nicht unbedingt gedruckt haben in gedruckter Form, ich jetzt lieber gleich und sofort als digitalen Download, dann ja, habt ihr da auch die Option, das jetzt halt wirklich nur in gedruckter Form für die, die sagen, oh nee, digital ist nicht so meins. Ich habe das lieber schön fertig in der Post. Dann habt ihr die Möglichkeit dazu. Genau, wie gesagt, alle digitalen Varianten kommen dann auch wieder mit diesem Easy Print, also dass die auf 13x18 Fotos angelegt sind. Aber da gehe ich nachher nochmal drauf ein. Ich würde sagen, wie machen wir es jetzt am besten? Zeige ich euch erst einen kurzen Überblick oder? Nö, ich würde sagen, wir springen direkt rein. Ich stelle euch die einzelnen Sachen vor und ich glaube, ich fange mit meinem Favorite an. Ja, oder? Ja, komm, lass uns damit anfangen. Weil da steckt echt so wahnsinnig viel Arbeit und Mühe und Planung drin. Ja, Adventskalender. Ich hatte ja erst hin und her überlegt, mache ich einen, mache ich keinen. Weil ich, ja, ich hatte halt so meine ganz speziellen Vorstellungen, was so einen Adventskalender betrifft. Der sollte halt schon, also ich wollte halt gern wirklich Türchen zum Öffnen haben. Ich wollte dahinter gern auch Motive haben, Bilder haben und nicht nur eine weiße Fläche mit einer Zahl drauf, auf Deutsch gesagt. Ich wollte Sparsummen, klar, logisch, wir wollen ja sparen, es geht ja um Sparspiele, um Sparspaß, aber der Spaß sollte halt auch nicht zu kurz kommen. Ich wollte halt auch einen Adventskalender haben, wo es so ein bisschen auch so ein kleines Goodie, so ein kleines Geschenk gibt, so einen kleinen Überraschungseffekt, weil ich sag mal, die Vorweihnachtszeit ist, klar, wir wollen alle sparen, auch in der Vorweihnachtszeit ein bisschen was beiseite legen, darum geht es ja auch. Aber ich finde, bei so einem Adventskalender sollte immer so ein bisschen auch die Überraschung und diese Vorfreude und diese Spannung nicht zu kurz kommen. Das war mir halt besonders wichtig. Also ich persönlich
wollte jetzt halt nicht einen Adventskalender, wo jetzt einfach nur 24 Zahlen dahinter stehen. Ja, wie auch immer. So sieht er aus. Zum Abheften im oh, ich muss erstmal wieder reinkommen, mir fehlen die Worte im A6-Planer. Ganz normal zum Abheften. Ja, so schön, passt gut rein. Ist auch mega, mega stabil, weil es ist nicht, sorry, es ist nicht nur 350 Gramm Karton, sondern es ist ja auch noch doppelt quasi. Also haben wir hier 600 Gramm, also der ist richtig, richtig stabil. Und hat halt, wie gesagt, 24 kleine Türchen zum Öffnen. Ich habe hier schon mal zwei geöffnet, um euch dann auch mal gleich ein Beispiel zu zeigen. Und die sind halt so vorperforiert. Ihr müsst halt so ein bisschen in diese Seite gehen und dann klack, 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 dann ploppt das auf. Ist halt quasi an drei Seiten noch befestigt, dass es nicht automatisch aufgeht. Also dann müsst ihr so ein bisschen dahinter mit einem Fingernagel oder vielleicht mit einem kleinen spitzen Tool irgendwie unter. Dann ploppt das auf. Genau, so sieht der Kalender aus. Und dann gibt es zusätzlich zu den Sparbeträgen, die sich hinter den einzelnen Türchen befinden, gibt es noch Folgendes. Ja klar, ein Trecker ist natürlich auch mit dabei, ne? Für die 24 Tage, passend zum Kalender. Und dann gibt es noch die Rubbelsheets, also ein Rubbelsheet. Ich hatte euch ja gefragt, welches euch besser gefällt mit dem holographischen oder mit dem Roségold. Und wie soll es auch anders sein? Die Antworten, ich schwör's, die Antworten hier auf YouTube und auch auf Instagram waren echt 50-50, sodass ich gesagt habe, gut, das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter. Also gibt's beide. Ihr könnt dann auswählen im Shop, ob ihr die holographischen Sticker haben möchtet oder die roségoldenen, ist dann nur eine Optikfrage. Ne? Also dahinter sind die gleichen Goodies, aber ja, könnt ihr einfach für euch entscheiden, dann liegt der Ball nicht mehr in meinem Feld. Dann könnt ihr sagen, welches euch besser gefällt und welches ihr gern hättet. Und wie gesagt, auf diesem Rubbelsheet, was dabei ist, ich packe jetzt mal das eigentlich kurz beiseite, da sind dann noch mal fünf Geschenke, Überraschungen zum Freirubbeln dahinter, die sich hinter fünf verschiedenen Türchen verbergen. Und die könnt ihr dann freirubbeln und dann könnt ihr über den QR-Code, der sich dahinter befindet, eine Datei öffnen, in der ihr dann quasi noch von mir zusätzliche Goodies, Geschenke bekommt, Sparspiele, Challenges, verschiedene Sachen, die ihr für eure, ja, Budgetreise im kommenden Jahr gut nutzen und verwenden könnt. Ein Coupon. Ein Coupon ist dabei, ein Rabattcoupon für meinen Shop. Und alle Sparspiele oder alle Goodies, die sich hinter diesen Türchen befinden, gibt es auch wirklich exklusiv nur für diesen Adventskalender. Die habe ich nur dafür entworfen und die wird es auch nirgendwo anders geben, zum Kaufen geben. Also es ist schon was Spezielles und ich hoffe, das gefällt euch. Ist auch nichts Weihnachtliches dahinter, weil ich wollte halt, ihr macht es ja im Laufe der Weihnachtszeit quasi auf, die Türchen. Und ich wollte halt gern, dass ihr dann das gut im nächsten Jahr nutzen könnt. Also, dass es nicht weihnachtlich, winterlich, thematisch ist unbedingt. Ja, so gibt es dann quasi dann auch noch fünf Geschenke, also nochmal ein Bonus on top. Und im Endeffekt, wenn ihr den Kalender kauft, und wenn ihr normalerweise auch digitale Sparspiele und digitale Printables-Drucksachen kauft, schon alleine der Wert von dem, was sich da hinter den Türchen befindet, übersteigt eigentlich, selbst wenn ich von den 3 Euro ausgehe, 3 Euro bis 3,50 Euro, die ein Printable bei mir im Shop kostet, übersteigt schon den Wert oder die Kosten von dem gesamten Kalender. Also von daher habt ihr da auf jeden Fall definitiv einen Mehrwert zusätzlich zu dem Kalender und dem Sparspaß. Genau. Und ich würde jetzt mal ein Türchen hier öffnen, einfach mal, dass ihr seht, wie es dahinter aussieht. Wer sich jetzt da nicht spoilern lassen möchte, einfach jetzt kurz Augen schließen und los geht's. Wir machen jetzt einfach mal die kleine 1 auf. Und da seht ihr, dahinter ist dann halt in dem Fall jetzt 1 Euro Sparbetrag. Und hier dieses Motiv. Und ihr habt auch wirklich 24 verschiedene Motive dahinter. War mir halt auch wichtig, weil ich mochte als Kind immer unheimlich gern die, ja auch die Adventskalender mit Bildern hinter den Türchen, ganz ehrlich. Ich war eins dieser komischen Kinder, die
die nicht unbedingt einen Schokoladen-Adventskalender brauchten. Auch nice, aber ich habe mich immer über die Bildchen gefreut oder auch über die Motive, die dann so eingeprägt waren, ne? Von daher wollte ich da halt auch unbedingt 24 verschiedene Motive dahinter haben. Und ja, hat ewig gedauert, bis ich alles so hingekriegt habe, dass es passte. Aber ich bin jetzt mega, mega stolz auf den Kalender. Ich freue mich so. Der ist. Ich finde ihn persönlich einfach so, so bezaubernd. Und ich hoffe, dass er euch auch gefallen wird. Und ich hoffe, dass er euch auch ganz, ganz viel Freude bringt und euch durch die Adventszeit begleiten darf. Das würde, ja, würde mich einfach unheimlich glücklich machen, weil ich halt so viel Zeit und Liebe da reingesteckt habe. Und da, ja, würde ich mich halt einfach mega freuen, wenn der bei euch gut ankommt. Der Sparspaß-Adventskalender. Wie gesagt, jetzt im Shop ist auch eine limitierte Auflage, weil ich die ja natürlich habe drucken lassen. Die Verarbeitung habe ich natürlich alles hier selbst gemacht, mit dem Stanzen, mit dem Kleben, mit dem Lochen. Aber die Basis ist halt, kommt aus der Druckerei, weil mir halt die Qualität auch einfach mega wichtig ist. Soll heißen, da wird nichts, ich kann nichts einfach nachproduzieren. Ja? Also ich habe jetzt eine Summe oder eine Anzahl an Kalendern bestellt. Und wenn die weg sind, dann, ja, dann sind die halt auch weg, logischerweise. Demzufolge, ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie schnell die weggehen, aber wenn es euch anspricht, wenn ihr ihn haben möchtet, dann würde ich sagen, guckt einfach, dass ihr ihn recht zeitnah bestellt. Gut, ist ja eh limitiert. Also von der Zeit her, weil zum 1. Dezember spätestens möchtet ihr ihn ja haben, logischerweise. Aber so, ich sabbel schon wieder. Der Sparspaß-Adventskalender ist Nummer 1. So, dann geht es weiter. Und zwar gehen wir einfach mal hier der Reihenfolge nach. Der perfekte Wintertag. So, der perfekte Wintertag ist vom Spielverlauf her, von der Sache her ähnlich wie, wenn ihr das Sparspiel von mir Erdbeerzeit kennt oder jetzt auch den Pumpkin Patch im Herbst. Das ist ähnlich aufgebaut vom Spielprinzip her. Kommt halt mit diesem, ja, mit diesem Spiel Vorderseite, Rückseite, mit den einzelnen Themen, Ereignissen etc. pp. Und dann kommt natürlich noch eine Sammelkarte mit dazu, wo ihr dann die einzelnen Elemente abkreuzen, abhaken und sammeln könnt, die ihr für den perfekten Wintertag benötigt. Und wenn ihr dann alle Elemente hier zusammengesammelt habt, dann dürft ihr das frei rubbeln, den perfekten Wintertag. Und mal schauen, was an diesem perfekten Wintertag dann ja stattfinden wird. Genau, dann ist natürlich auch noch wieder der passende Tracker mit dabei, das passende Budget-Sheet. Und eine kleine Anleitung gibt es auch noch mit dazu, weil ich hatte auch in ein, zwei Videos, habe ich jetzt leider erst nachträglich gesehen, da war es schon zu spät, da nochmal eine Info zuzugeben, gesehen, dass das Spielprinzip ist ja nicht ganz so selbsterklärend, also in welche Richtung man jetzt gehen darf und ob man die Zugrichtung wechseln darf, etc. pp. Demzufolge hier gibt es nochmal diese kleine Anleitung, sodass einfach die Basics nochmal erklärt sind. Die ist auch mit dabei. Genau. Und ansonsten, ich überlege, ob wir es jetzt probespielen. Ich glaube, dann kommen wir nicht durch, dann dauert das Video ewig. Ich mache sowieso jetzt gleich in den nächsten 2, 3 Tagen ein erstes Spielevideo, weil ich auch damit wieder anfangen möchte. Und da werden wir es dann spielen. Da seht ihr dann quasi den Spielablauf nochmal so ein bisschen im Detail erklärt. Ja, genau. So, das ist der perfekte Wintertag einmal. Gibt es jetzt im Etsy-Shop in gedruckter Form und auch in digitaler Form zum Selbstdrucken. So, dann haben wir, bleiben wir gleich beim selben Spielprinzip, in der Weihnachtsbäckerei. Basiert auch wieder auf dem gleichen Schema, weil ihr das einfach liebt, das Spielprinzip. Und ich persönlich mag es auch unheimlich gern. Also halt ziemlich abwechslungsreich ist und man hat so ein bisschen diesen Rubbelspaß, man hat ein bisschen diesen Sammelspaß. Man muss ein bisschen planen und denken. Und man hat diesen Würfelspaß. Also man hat schon verschiedene Elemente, was mir halt auch immer sehr, sehr wichtig ist. Genau, in der Weihnachtsbäckerei gleiches Prinzip. Hier gibt es unterschiedliche Zutaten zum Sammeln in der Weihnachtsbäckerei. Und da könnt ihr die unterschiedlichen Zutaten sammeln. Gibt es noch verschiedene Ereignisfelder. Und diese Zutaten,
gibt es dann auch wieder auf der beiliegenden Rezeptkarte zum Abkreuzen. Und wenn ihr dann wieder alle Zutaten zusammengesammelt habt, dann könnt ihr hier freirubbeln und seht dann, um was für ein Rezept es sich handelt, was ihr da quasi gebacken habt, was ihr aus dem Ofen zieht. Und nochmal eine extra Sparsumme natürlich. Genau, auch wieder mit passendem Tracker dazu und mit der kleinen Anleitung mit dazu, sodass ihr auch wisst, ja, wie der Hase läuft. Genau, das ist in der Weihnachtsbäckerei. Gibt es auch wieder digital und in Druckform. Dann das nächste ist der Wintervorrat. Ach, den liebe ich persönlich ganz besonders dolle. So, jetzt muss ich aber erstmal kurz gucken, ob das Handy da oben aufnimmt. Muss mal kurz eine Pause machen, weil ich hoffe, die Qualität passt auch einigermaßen, weil mein Handy, was eigentlich mit einer super Qualität aufnimmt, womit ich auch in der Vergangenheit immer meine Videos gefilmt habe, hat ein Problem mit dem Sound. Demzufolge musste ich jetzt das alte iPhone nehmen, wo hoffentlich der Sound funktioniert, aber wo wahrscheinlich die Bildqualität nicht ganz so rosig sein wird. Ich hoffe, das ist okay. Ich werde mir das jetzt erstmal kurz anschauen und dann bin ich gleich wieder da. So, da ist sie wieder. Ja, sah ganz okay aus. Ja, nächstes Spiel. Wintervorrat. Wie gesagt, liebe ich so dolle. weil ich ja auch so ein, ja, wir lieben den Wald und auch Waldtiere und ich finde das immer irgendwie alles ganz bezaubernd. Von daher ist das halt genau meins. So, also, es kommt mit einem Dashboard. Wintervorrat mit diesen süßen, bezaubernden Waldbewohnern. Und dann natürlich mit einem Tracker. Hier habe ich mich mal für eine längere Version entschieden, weil es ja auch ganz gut in die Pocket mit reinpasst. Und weil man ja relativ viel sammeln muss und demzufolge ist da dann ein bisschen mehr Platz auf dem Tracker. Dann natürlich das Spiel. Vorseite und Rückseite. Und Thema ist für die kleinen süßen Waldbewohner. Ihren Wintervorrat für den Winterschlaf bzw. die Winterruhe zu sammeln, sodass die dann quasi ruhigen Gewissens sich dem Winter stellen können. Da gibt es dann Kastanien zu sammeln, Haselnüsse, Walnüsse, Eicheln, Tannenzapfen, Möhrchen, Pilze, Sonnenblumenkerne und dann gibt es noch andere Ereignisfelder. Hier ist der Start, geht hier so lang und dann geht es hier wieder auf Start weiter. Wird gewürfelt und dann entsprechend der jeweilige Fund auf einem der beiliegenden Ausmalsheets ausgemalt. Macht Sinn. Genau, und zwar haben wir hier vier verschiedene Wintervorratshäufchen. Hier einmal von Hanna Hase, von der Igelfeldmaus WG, von Enno und Benno Eichhorn und von Ruby und Rosi Reh. Genau. Und die ja, haben dann mal unterschiedliche Früchte und Nüsse und Kerne auf ihren Wintervorratshäufchen. Hier zum Beispiel Hanna Hase hat hier ja, Möhrchen und Nüsse und Pilze, einen Tannenzapfen und noch eine Kastanie, die es dann jeweils auszumalen gilt. Entsprechend der Sache, die man dann halt gewürfelt hat, in unterschiedlichen Mengen, Anzahlen auch. Hier mit den Würfeln, zum Beispiel, wenn man auf dieses Feld kommt, hat man halt nicht eine Nuss zum Beispiel, sondern man würfelt halt nochmal und hat dann die Anzahl an Nüssen, die man erwürfelt und kann die dann hier entsprechend ausmalen. Wenn man dann irgendwann den gesamten Vorratsstapel ausgemalt hat, dann gibt es nochmal hier einmal die Gesamtsumme zu sparen und dann, ja, dann kann der jeweilige Waldbewohner ruhigen Gewissens in den Winterschlaf sich verabschieden. Genau, finde ich ganz putzig. Also ich mag das sehr, sehr, sehr. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Der Wintervorrat jetzt, wie gesagt, auch im Shop. In digitaler Form und in gedruckter Form. Hier habe ich auch gleich mal für euch, kann ich euch mal kurz zeigen. Genau, das war nämlich die digitale Form. Die habe ich jetzt einfach quasi wieder im Fotolabor als Abzüge bestellt.
Und die sieht dann halt eigentlich unterm Strich wirklich genauso aus. Qualitativ ähnlich, sehr ähnlich. Ja, also aus der Druckerei ist es noch ein bisschen schärfer. Aber gut, das ist marginal, ne? Also wie gesagt, da würde ich euch auf jeden Fall immer die Option empfehlen, das wirklich im Fotolabor oder bei DM, bei Rossmann, wo auch immer, zu entwickeln und dann wirklich mit den Fotos zu arbeiten, weil es einfach günstiger ist, als es selbst zu drucken zu Hause und meistens ist die Qualität auch einfach viel, viel besser. Kann ich euch gerne nochmal verlinken, nochmal einblenden, wo ich euch da zeige, wie ich das mache oder wie man das ganz, ganz super easy und schnell machen kann mit diesen Fotoabzügen und dadurch, dass ihr die Dateien beim digitalen Set ja auch bei mir direkt so bekommt, auf 13x18 Fotos angelegt, braucht ihr die quasi nur auf den Stick ziehen oder ins Labor schicken, je nachdem die JPEGs, JPG-Dateien und als 13x18 entwickeln lassen. Und dann könnt ihr das super schnell ausschneiden, hier Vor- und Rückseite aufeinander kleben und habt dann halt super in super Qualität, ohne dass ihr es noch laminieren müsst, weil die halt wirklich auch echt haltbar sind, ja, wenn ihr das so als Fotos entwickelt. Ja, ich verlinke euch das nochmal. Wollte ich euch auf jeden Fall nur zeigen, dass es da wirklich zwischen der gedruckten und der digitalen Version keinen Unterschied gibt, eigentlich, wenn ihr es wirklich so mit den Fotoabzügen macht. Ist eine schöne Sache, denke ich mal. Genau, das gibt es wie gesagt auch digital, der Wintervorrat. Und natürlich auch gedruckt für diejenigen, die sagen: Nee, ich möchte es lieber direkt so in der Post haben und dann ist gut. So, und dann haben wir noch zwei Spiele als Folder. In gedruckter Form. Einmal Willkommen in der Wichtel, Weihnachtswichtelwerkstatt. Mit diesen süßen Weihnachtswichteln. Oh. Das ist so eine Klappkarte, ne? Da geht es hier einmal im Kreis. Gibt es unterschiedliche Summen zu sparen, feste Summen und auch wieder verschiedene Elemente zu sammeln, die dann hier hinten quasi in der Päckchen-Packstation, weil ihr müsst nämlich den kleinen Weihnachtswichteln, den kleinen Weihnachtselfen helfen, die passenden Accessoires und Sachen zusammenzusammeln, um die Wunschzettel der Kinder zu erfüllen. Hier, ne? Und das könnt ihr dann hier alles zusammensammeln in der Päckchen-Packstation. Und sobald ihr, wie gesagt, alles wieder zusammen habt, mit dem passenden Kind dazu, dann könnt ihr das Feld hier aufrubbeln und dann könnt ihr diesem Kind quasi seinen Wunschzettel erfüllen, was ihr dann hier hinter findet. Und entsprechend nochmal ein Sparbetrag der Päckchen-Packstation in der Weihnachtswichtelwerkstatt. Wie gesagt, einmal Klappkarte mit Rubbeln und einmal der passende Tracker mit dazu. Das ist Nummer 1, die Weihnachtswichtelwerkstatt. Ups. Und Nummer 2, die Candy Cane Lane. Und die Candy Cane Lane ist ähnlich aufgebaut. Da habt ihr auch wieder hier den passenden Tracker mit dabei. Und dann diese Klappkarte komplett in diesem Candy Cane Design. Und da geht es hier auch einmal wieder im Kreis. Hier gibt es nichts quasi mit diesem Abhaken, mit diesem Sammeln. Ne? Das ist so wirklich eher wie ein normales Sparspiel aufgebaut, wo ihr rumlauft und dann aber natürlich auch wieder auf verschiedene Ereignisfelder kommt. Verschiedene Sachen, die ihr dann in den Geschäften da quasi kaufen könnt. Und dann könnt ihr noch die einzelnen Bewohner der Candy Cane Lane treffen und kennenlernen, die auch noch bestimmte Aufgaben für euch haben. Genau, das ist die Candy Cane Lane. Auch wieder in der Form und in digitaler Form. So, das waren die gedruckten Spiele, die es jetzt im Shop gibt. Und dann gibt es noch ein paar, die es ausschließlich digital gibt als Download zum selber drucken. Das ist zum einen die Christmas Sweater Party. Kennt ihr alle bestimmt diese tollen Ugly Sweater, diese Weihnachtspullover. Sagt man, mögt er die oder nicht? Ich habe ja immer so ein zwiegespaltenes Verhältnis diesen Ugly Sweatern gegenüber. Ich finde die irgendwie mega cool, aber die sind halt schon echt wirklich hässlich, ne? Und meistens auch leider super, super kratzig und unbequem. Aber irgendwie finde ich es, irgendwie ist es witzig. Mögt ihr diese Ugly Sweater, diese Christmas Sweater? Sagt mal. So, Christmas Sweater Party mit Dashboard. Dann natürlich ein Tracker, ein Budget Sheet dazu. Und dann ist es ähnlich aufgebaut wie Monster Match, falls ihr das Halloween-Spiel Monster Match hattet.
Hier haben wir die Christmas Sweater Party. Auf der Rückseite nochmal eine Beschreibung und einzelne Sparangaben, was wie wann wo zu tun ist. Das sind nämlich einfach bezaubernd. Ich finde die so süß. Genau, und im Endeffekt habt ihr hier wieder diese zwei Würfelfelder mit ganz vielen verschiedenen Weihnachtspullovern und ein paar Joker, was diese Wollknäule hier in dem Fall sind. No. Und dann würfelt ihr, Entschuldigung, würfelt ihr viermal und setzt dann quasi zwei Spielsteine auf die jeweiligen Felder und müsst dann schauen, dass ihr ein Match habt. Wie gesagt, zeige ich euch im Detail auch nochmal im nächsten Spielevideo. Innerhalb der nächsten 2, 3 Tage kommt das dann online. Was ich euch empfehlen würde, das hatte ich auch bei dem Monster Match Spiel schon gemacht, dass ihr nicht viermal würfeln müsst. Dann könnt ihr euch einfach diese Würfelreihen hier farbig markieren. Ne? Nehmt ihr zwei unterschiedlich farbige Würfel. Ich habe jetzt hier mal noch vom Halloween Orange und Lila. Würde jetzt natürlich nicht hier passen. Ich würde hier wahrscheinlich einen roten Würfel und einen weißen nehmen oder was auch immer. Und dann markiert ihr euch zum Beispiel die obere Reihe hier rot und die untere Reihe lasst ihr weiß oder markiert die grün, whatever. Und dann könnt ihr nämlich mit den beiden Würfelchen parallel würfeln. 2, 2. Und wenn angenommen, ihr hättet jetzt oben lila, dann wisst ihr 2 und unten grün, orange, dann wisst ihr, okay, ihr kommt auf dieses Feld. Ne? Und wenn ihr dann auf 2 gleiche Sweater kommt, gibt es eine bestimmte Sparsumme. Oder wenn ihr auf ein Sweater und ein Wollknäuel kommt, das ist dann quasi als Joker, gibt es auch eine bestimmte Sparsumme, wenn ihr auf 2 Wollknäuel kommt. Oder wenn ihr gar nichts habt, dann spart ihr quasi 1 € und dürft dann gern nochmal. Genau, das ist die Christmas Sweater Party. Mag ich auch sehr. Finde ich echt lustig. Mag ich. Freue ich mich auch drauf, das zu spielen. Das, wie gesagt, nur in digitaler Form zum Selbstdrucken. Dann bleiben wir gleich beim Thema Sweater, weil ich es so liebe. Musste dann noch eins her. Ich konnte mich nicht entscheiden, also gab es zwei verschiedene. Und zwar einmal Sweater Weather. Hier haben wir wieder ein Dashboard. Das ziehe ich einfach so süß. Oh mein Gott. Sweater Weather. Dashboard. Dann natürlich passender Tracker dazu. So, dann haben wir das Spiel und zwei Rubbel. Rubbel-Sheets, entschuldigt bitte. Meine Güte. So, Sweater Weather. Hier haben wir das Spiel. Hier geht es einmal im Kreis. Immer im Kreis. Ne? Und da geht es eher um das Herstellen von den Christmas-Sweatern, von den Cozy-Sweatern. Hier gibt es verschiedene Elemente zum Sammeln. Wir haben hier ein Alpaka, ein kleines Schäfchen, ein Spinnrad, ein Maßband, eine Stricknadel. Dann haben wir unterschiedlich farbige Wollknäule, die es alle zu sammeln gibt. Ne? Hier hinten habt ihr dann nochmal wieder die Einleitung fürs Spiel, um was es geht, die einzelnen Elemente verbunden mit, was da zu tun ist und verbunden mit unterschiedlichen Sparsummen. Die passende Wolle in verschiedenen Farben hat auch unterschiedliche Sparsummen. Und die könnt ihr dann wieder hier auf den Strickanleitungen abkreuzen. Da gibt es zwei verschiedene. Einmal die, einmal diese. Und dann könnt ihr dann quasi diese vier verschiedenen Weihnachtspullover oder Cozy-Pullover, Kuschelpullover, wie auch immer, stricken. Genau, hier müsst ihr quasi die verschiedenen farbigen Wollknäule in der angegebenen Menge sammeln und noch verschiedene andere Sachen, quasi die Wolle vom Schaf oder vom Alpaka, zweimal ein Spinnrad, das Maßband und die Stricknadeln und auch hier wieder, wenn ihr alle Elemente für einen Pullover zusammen habt, dann könnt ihr das hier aufrubbeln. Und da gibt es dann nochmal dahinter eine extra Sparsumme fürs Fertigstellen des Pullovers, des Sweaters. Genau. Und ich fand das eigentlich ganz, ganz cool, auch mit diesem Hintergrund hier, mit diesem gestrickten oder gehäkelten Hintergrund. Ich kenne mich da nicht so aus. Auf jeden Fall mit diesem Wollpulli-Hintergrund. Genau. Sweater Weather mag ich auch sehr, freut mich auch drauf. So, Sweater Weather in digitaler Form im Shop. Und last but not least, ach nee, da ist noch mehr, oh mein Gott.
Das ist jetzt das gleiche Spielprinzip wie die Christmas Sweater Party. Da haben wir einmal Snowman Match. Auch wieder mit einem Dashboard und einem passenden Budget Sheet. Und genau, hier ein bisschen eher ins Winterliche gehend. Ich habe jetzt auch geguckt, dass ich auch ein bisschen was in die winterliche Richtung mache. Ich glaube, da kommt auch noch ein bisschen mehr, weil weihnachtlich natürlich zeitlich noch ein bisschen mehr beschränkt ist. Ich sag mal, die Winterspiele, die kannst du so locker flockig bis Februar, sogar bis März reinspielen. Und die Weihnachtsspiele, ja, kann man auch. Also zumindest bis in den Januar. Aber ja, wenn Weihnachten vorbei ist, ich weiß nicht, ob es mit mir so geht, aber dann ist für mich auch Weihnachten immer so ein bisschen vorbei. Also weiß ich nicht, ob ich da. Gut, im Januar würde ich eventuell so Weihnachtsspiel noch weiterspielen, fertig spielen. Aber ab Februar dann glaube ich eher weniger. Und so ein Winterspiel kann man dann locker flockig doch noch ein bisschen länger rausziehen und länger nutzen. Genau, Snowman Match. Ähnliches Spielprinzip. Wir haben hier ganz, ganz viele verschiedene süße Schneemänner auf dieser Seite und die gleichen wieder auf dieser Seite versteckt, wo ihr dann wieder würfelt und schauen müsst, dass ihr ein Match bekommt. Entweder Schneemann, mit dem gleichen Schneemann oder mit einer Schneeflocke als Joker. Hinten auch wieder alles beschrieben und was welchen Sparbetrag ergibt. Genau, Snowman Match. Ganz einfaches Spielprinzip, aber ja, mir macht es unheimlich Spaß, weil halt auch ja, viel Zufall mit dabei ist. Und ja, es ist irgendwie, für mich ist es jedes Mal wieder neu spannend zu gucken, wo ich lande und ob ich da irgendein Match erreiche. Also ein bisschen so dieses Memory-Prinzip. Ja, mag ich sehr. Snowman Match, genau. Und dann habe ich noch zwei kleine Sachen für euch. Und zwar einmal eine kleine Challenge: Shine a Light. Mit diesen hübschen Weihnachtslaternen zum Ausmalen oder abstreichen, wie ihr mögt. Hier unten könnt ihr quasi selbst eure Sparsumme festlegen. Finde ich bei Challenges eigentlich immer ganz gut, weil dann kann jeder so ein bisschen schauen, was habe ich übrig. Mag ich jetzt pro Lampe 50 Cent sparen oder pro Lampe 10 Euro? Kann dann jeder für sich so ein bisschen anpassen, ne? Und finde ich auch total süß hier mit diesem Mädchen mit der Lampe. Die ist ja dieselbe wie auf dem Adventskalender. Ich mag die total. Und dann direkt auf der Rückseite den passenden Tracker dazu. Shine a Light. Ganz simpel, aber ich denke mal ganz cute jetzt für die dunklere Jahreszeit. Und dann einmal nochmal eine kleine Würfel-Challenge. Fairy Merry Christmas. Die Würfelspar-Challenge mit diesen süßen Weihnachtselfen hier unten. Und hier gilt es diese. Ja, diese Ornamente hier zu kolorieren, entsprechend der erwürfelten Felder. Ne? Hier seht ihr die kleinen Würfel. 2, 4, 6, 6, 2, 4. You get the idea. Und ihr würfelt dann quasi 4 und dann würdet ihr jetzt zum Beispiel ein Viererfeld ausmalen. Entweder hier diesen Streifen von dem Candy Cane oder hier dieses Element in diesem Ornament oder hier diesen runden. Dieses runde Element. Und wenn ihr dann alle koloriert habt, genau, dann habt ihr die Sparsumme zusammen. Auf der Rückseite wieder der Tracker. Also ich denke mal selbsterklärend und ganz simpel. Für die, die jetzt auch vielleicht nicht so wahnsinnig viel Zeit haben für mega ausgeklügelte Sparspiele, aber trotzdem irgendwie ein bisschen was Cutes haben wollen, ist das, glaube ich, ganz niedlich. Ich persönlich mag es sehr. Und ich freue mich darauf, die alle einzumalen und zu benutzen. Und oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich es schaffe, die wirklich alle zu benutzen, weil ich glaube, da müsste ich fast sämtliche andere Spiele ausheften, weil es doch echt ja eine ganze Menge ist, wenn wir mal ehrlich sind. Oh Gott. Aber ja, wir schauen mal. Also einige Dinge möchte ich definitiv nutzen, selber spielen. Ich muss mal gucken, was ich da einhefte. Ich habe mir jetzt auch gerade noch ein paar ausgeguckt auf Etsy bei anderen Mädels, die ich mir gerne noch bestellen würde, jetzt wieder, um meine Beine so ein bisschen auf Vordermann zu bringen, weil da ja doch die Spiele teilweise schon relativ lange drin sind und ich jetzt auch eigentlich sehr, sehr lange nicht gespielt habe. Ich habe zwar weiter budgetiert und auch alles notiert, aber Sparspiele war so ein bisschen außen vor. Aber da freue ich mich jetzt mega drauf, da wieder einzusteigen. Genau, und da kommen dann auch, wie gesagt, wieder Videos und ich versuche das jetzt auch wieder so ein bisschen regelmäßiger hinzubekommen.
Genau. So, das soll es gewesen sein. Kurzer Einblick, kurzer Überblick, was es jetzt im Shop Neues gibt. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst mich gerne mal wissen, das würde mich echt, echt, echt interessieren, welches Spiel oder welches Produkt euer Favorit ist. Vielleicht oder eure Top 3 oder wie auch immer. Weil ich kann mich, oh, ich persönlich, ich kann mich echt nicht entscheiden. Ne? Also ich liebe ja den Adventskalender und den Wintervorrat. Und ich weiß es nicht. Sweater Weather, glaube ich. Mag ich sehr mit den Wollknäueln. Obwohl die Weihnachtsbäckerei auch. Ah, okay. Ihr merkt schon. Ja, Entscheidungsprobleme immer da. Ja, ich hoffe, wie gesagt, es ist was Schönes für euch dabei. Schaut gerne im Shop vorbei. Ich würde mich auch freuen. Ihr wisst ja, in letzter Zeit gibt es ja bei Etsy diese Option mit diesem Link, wo ihr dann quasi die Gebühren spart. Also, falls ihr etwas im Shop kauft, wäre es super, wenn ihr über den Shop hier unten in der Infobox, über den Link unten in der Infobox meinen Shop besucht, so wie sortieren nochmal. Weil dann bekommt Etsy halt nicht die Gebühren, dann bleiben die bei mir drauf und man muss ja Etsy, ja, ist schön, dass es diese Plattform gibt, aber man muss ja nicht unnütze den das Geld da. Ja, ihr versteht, was ich meine. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich habe, glaube ich, sehr kreuz und quer gebrabbelt, aber zumindest habt ihr jetzt einen kurzen Überblick. Ich mag das immer in Videoform irgendwie lieber als alles einzeln, als Fotos zu posten, was ich auch noch machen werde. Aber so, ja, so habt ihr erstmal einen Überblick, wisst, was es gibt. Und ich habe mal wieder ein kleines Lebenszeichen von mir gegeben und hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Hoffe, es gefällt euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Rest Oktober. In 3 Tagen ist Halloween. Yay! Und ja, wie gesagt, ich bin in 2, 3 Tagen auch wieder mit einem neuen Video da. Ich habe auch mein Budgetplaner schon wieder so ein bisschen auf Vordermann gebracht und mir neu ausgedruckt für jetzt für den Monat November. Das werden wir dann gemeinsam dekorieren und die Planung alles ausfüllen. Also da freue ich mich drauf, das wieder ein bisschen detaillierter mit euch gemeinsam zu machen und zu teilen. Jo, also habt's fein. Ganz liebe Grüße. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.